Kapitel 5. Eine legendäre Begegnung. Als wir wieder einige Zeit gesegelt waren, änderte sich das Klima wieder. Für mich und Shinux wurde es wieder deutlich angenehmer und ich konnte endlich aufhören, ständig mit meinem Schal herumlaufen zu müssen. Seemobs schien der Umschwung weniger zu gefallen als uns, was aber auch nur verständlich war. Er ist ein Eis-Pokémon und hatte Arktika noch nie in seinem Leben verlassen. Er kam prima in der Kälte zurecht, doch alles andere war ihm noch fremd gewesen. Trotzdem wirkte er nicht, als hätte er große Probleme. Shinux versuchte auch, ihm zu helfen. Glaube ich zumindest. Es könnte auch gut sein, dass er sich einfach etwas über ihn lustig gemacht hatte. Sein Vorschlag war, dass Seemobs ja einen Schal anziehen könnte. Ein Schal? Was soll mir denn einen Schal bringen? Es ist warm und nicht kalt. Ja, aber wenn du den Schal dann ausziehst, dann wird's für dich wieder kühler. Seemobs selber war ebenfalls sehr verwirrt und schien nicht recht zu wissen, ob Shinux das jetzt wirklich ernst gemeint hatte. Bis auf solche Zwischenfälle verlief unsere Reise relativ ruhig. Wir verwendeten unsere freie Zeit, um Seemobs alles zu erklären, was das Tagebuch, das mir gegeben wurde, beinhaltete. Er hörte jedes Mal wieder gespannt zu und schien großen Gefallen an der Geschichte gefunden zu haben. Mir persönlich war jedes Mal sehr unwohl, wenn ich das Buch sah. Wenn ich denken würde, sie wäre nur eine Legende, fände ich sie bestimmt auch klasse. Doch zu wissen, dass all dies wirklich geschehen ist, vor allem steckten wir gerade mitten in der Fortsetzung von Floinks Abenteuer, von der wohl düstersten und deprimierendsten Geschichte, die ich je gelesen habe. Zudem plagte mich schon lange eine sehr böse Vorahnung. Ich weiß, über meine Sorgen bezüglich eines dunklen Gotts habe ich bereits genug geredet, doch dieses Mal ging es um etwas anderes. Es ging um das Ende unseres Abenteuers, denn das Problem war, am Ende beider Geschichten musste sich der Erzähler und somit der Held des Abenteuers für immer verabschieden und verschwinden. Nun war die Frage, würde mich dasselbe Schicksal ereilen? Wollte das Schicksal vielleicht, dass dieses Abenteuer mein letztes war? Doch ich behielt meine Sorgen für mich. Ich wollte nicht, dass die anderen sich unnötig Gedanken machten. Und es war ja auch noch nichts bestätigt. Aber wenn doch, was würde Shinux tun? Und was mir bei diesem Gedanken auch in den Sinn kam, auch wenn ich nicht verschwinden sollte, was würde am Ende der Reise aus dem Team werden, das wir gerade aufbauten? Würden die anderen wieder nach Hause zurückkehren? Doch allein unser erstes Teammitglied, Seemobs, schien nicht unbedingt das Verlangen zu haben. Es gab jedoch nicht nur Grund zur Sorge, sondern auch einen Grund zur Freude. Mit etwas handwerklicher Hilfe von Seemobs schaffte es Shinux nämlich, bitte fragt mich nicht wie, eine Maschine zu bauen, die Schall in psychische Wellen umwandeln kann. Somit war es uns möglich, zumindest solange wir auf dem Schiff waren, da sie für einen Transport zu schwer war, mit Abra in Kontakt zu treten und somit unser Versprechen gegenüber dem Willenmeister einzuhalten. Shinux schien wirklich stolz auf seine neue Erfindung und wirkte sehr angespannt, als wir den ersten Probelauf starteten. Seemobs sollte auch dabei sein, auch wenn er unsere Gilde nicht kannte, allein um zu sehen, ob seine Mithilfe etwas gebracht hatte. Hallo, Abra, hörst du mich? Seemobs war inzwischen eingenickt. Shinux testete gerade die 57. Wellenlänge aus, um Abra zu erreichen. Zumindest konnte er schon bestätigen, dass seine Erfindung funktionierte, denn er erwischte ein oder zwei Pokémon, die nicht gerade amüsiert über seinen Fehlschlag waren. Wieder ertönte keine Stimme. Ich selber musste auch schon aufpassen, dass ich nicht einschlief, da es verdammt langweilig war, Shinux zuzusehen, wie er irgendwelche Kabel verstellte. Er schien inzwischen sehr genervt. Verdammt, warum kann ich ihn nicht erreichen? Ich habe doch inzwischen fast alles probiert. Mache ich etwa irgendwas falsch? Er wollte gerade wieder etwas umstellen. Da ertönte eine Stimme aus dem Apparat und auf einen Schlag waren ich und Seemobs hellwach. Shinux, träum ich noch oder bist du das wirklich? Bevor er antwortete, brach Shinux zunächst in einen Freudenjubel aus. Seht ihr, es hat geklappt. Die Maschine funktioniert wirklich. Hallo, hört ihr mich? Welche Maschine? Ich übernahm das Wort. Tut mir leid, Abra, wir sind's wirklich. Shinux hat irgendwer eine Maschine gebaut, um dich zu erreichen, damit wir unser Versprechen halten können.
Es will mich aber auch wundern, wenn du um so eine Tageszeit noch träumen würdest, sagte ich lachend und sah draußen auf die Mittagssonne, die auf das Meer schien. Aber anstatt auch zu lachen, antwortete Abra ziemlich genervt, mich nicht. Ich weiß ja nicht, was bei euch gerade los ist, aber bei uns ist es gerade 2 Uhr nachts. Ihr habt mich gerade aufgeweckt. Oh, stimmt. Zeitverschiebung. Da war ja was. Tut mir leid. Aber wenn du schon mal wach bist, können wir ja trotzdem sagen, weshalb wir uns melden. Abra klang immer noch genervt. Dann schieß los, damit ich morgen früh allen Bescheid sagen kann. Shanux übernahm an meiner Stelle. Wir wollen uns eben melden, weil wir es ja versprochen hatten. Uns geht's noch relativ gut. Wir kommen gerade aus der Eiswüste und haben jetzt den endgültigen Beweis, dass das Ganze nicht nur ein Traum oder etwas ähnliches war. Wir haben unseren ersten Mitstreiter gefunden. Seemops näherte sich der Maschine. Hallo, ich bin Seemops. Auf einmal schien Abra deutlich wacher als vorher. Ihr habt wirklich jemanden gefunden und seid durch die arktische Eiswüste gereist? Das Ganze ist ja wirklich noch spannender, als ich dachte. Dann haltet mich unbedingt auf dem Laufenden. Ich werde morgen früh bei der Versammlung allen davon berichten. Dann viel Glück bei eurem nächsten Reiseziel. Der Route nach der Waldkontinent, richtig? Genau, dann bis bald. Und schlaf gut. Die Reise zum Waldkontinent dauerte noch eine Weile länger als die erste nach Arktika. Wir waren etwa eine Woche unterwegs, bis die Küste in Sicht kam. In der Zwischenzeit, nachdem wir mit Abra geredet hatten, war auf der Reise an sich nicht mehr viel geschehen. Als wir schließlich an der Küste anlegten, wartete dort bereits jemand auf uns. Seemops sah sich zunächst erstaunt um. Er hatte noch nie etwas derartiges gesehen. Vor uns erstreckte sich, wie der Name des Kontinents es bereits sagte, ein riesiger Wald. Er wurde nur durch ein paar wenige Vulkane unterbrochen. Man sah wirklich nichts außer den Bäumen und ihn. Ich und Shinox begaben uns zu dem Pokémon, das bereits unsere Ankunft beobachtet hatte. Es war ein bedrohlich aussehendes, riesiges rotes Monstrum, wirkte jedoch nicht aggressiv. Bevor wir überhaupt die Gelegenheit bekamen zu reden, stellte uns dieses Pokémon eine Frage. Ihr beiden, seid ihr Bulbi und Shinox? Ja, sind wir. Woher kennst du unsere Namen? Eine Stimme hat sie mir in meinem Traum mitgeteilt. Es schien so, als hätten wir dieses Mal deutlich mehr Glück gehabt als auf unserer letzten Expedition. Dieses Mal wurden wir tatsächlich von unserem Teammitglied empfangen. Das ist ja perfekt. Dann müssen wir uns hier gar nicht lange hier aufhalten, sondern können gleich weiter zum Inselkontinent. Überraschenderweise antworteten Seemops und das fremde Pokémon im gleichen Moment. Nein. Seemops klärt uns aufgrund unserer fragenden Gesichter auf. Habt ihr das etwa nicht gewusst? Wir müssen auf diesem Kontinent den sogenannten Vulkansteiner kämpfen. Sobald unser Team voll ist, brauchen wir ihn, um den Überlebenden zu finden. Ich und Shinox, die beide nichts davon wussten, waren beide zunächst sehr überrascht. Und wo ist dieser Stein? Dieses Mal antwortete uns das andere, große Pokémon. Er befindet sich mitten im Zentrum der Höhle des großen Vulkans da hinten. Also eigentlich in meinem Hinterzimmer. Ich wohne in dieser Höhle. Und warum hast du den Stein dann noch nicht? Er befindet sich in einiger Entfernung hinter einem kleinen Tunnel. Und ich bin nicht klein. Ihr dagegen dürftet keine Probleme haben. Das Ganze ist wirklich so einfach? Wir müssen bei dir zu Hause durch einen Tunnel kriechen? Vielleicht, vielleicht nicht. Es kann sein, dass der Tunnel nicht der einzige Schutz bleibt. Dieser Stein regelt immerhin alle vulkanischen Aktivitäten des Kontinents. Ich schlage vor, wir gehen und auf dem Weg erzähle ich euch etwas über mich. Während das Pokémon unsere Gruppe also durch den Wald führte, erzählte er uns einiges Interessantes. Also zunächst das Wichtigste. Mein Name ist Groudon. Vor Urzeiten habe ich einmal die Vulkane kontrolliert, bis dieser Stein erschaffen wurde. In ihm ist etwas von meiner Kraft eingeschlossen. Er soll mir meine Arbeit abnehmen, damit ich endlich mal Zeit für etwas anderes habe. Aber ich denke, es wird nicht schaden, ihn mitzunehmen. Damit dürften die vulkanischen Aktivitäten gestoppt werden, bis ich den Stein zurückbringe. Aber wäre das nicht eigentlich sogar gut? Die Vulkane bewahren das Gleichgewicht. Sie sind ein wichtiger Bestand von allem.
Sie beeinflussen die ganze Natur. Und weißt du, warum du als unser Mitstreiter ausgewählt wurdest? Nun, etwas Genaues weiß ich nicht. Aber ich denke vielleicht wegen meiner Reinkraft. Ich kann euch bestimmt gut helfen. Wir dachten nach, aber keiner von uns wusste irgendwas, das wir noch fragen könnten. Mir fiel jedoch ein, wir hatten ihn noch gar nicht unser Foto halten lassen. Aber ich dachte mir, wenn er von unserer Ankunft wusste, konnte es ja auch nicht anders sein, als dass er unser zweites Teammitglied war. Auf unserem Weg durch den Wald sah ich nicht viele andere Pokémon. Die wenigen, die ich sah, ergriffen sofort, als sie uns bemerkten, die Flucht. Ich war mir nicht sicher, weshalb sie es taten. Andererseits dachte ich mir, dass ich als wildes Pokémon auch nicht anders reagieren würde, wenn eine Bestie wie Groudon an mir vorbeilaufen würde. Es dauerte nicht lange, bis wir am Fuß des Vulkans, den wir bereits von der Küste aus gesehen hatten, ankamen. Von hier aus wirkte dieses Monument jedoch noch deutlich beeindruckender als von Weitem. Erst jetzt bemerkten wir die wahren Ausmaße seiner Größe. In der Ferne konnten wir sehen, wie langsam Lava aus dem Krater floss, jedoch so langsam, dass sie in der eiskalten Höhenluft erstarrte, bevor sie nur den Kraterrand verlassen konnte. Groudon bemerkte unsere Faszination und nutzte sie, um anzugeben. Diesen Berg habe ich vor vielen Jahren vor der Erschaffung des Vulkansteins selber aus dem Erdboden gehoben. Jeden Tag habe ich ihn wachsen lassen, damit er eines Tages der höchste Vulkan der Welt werden würde. Seit der Vulkanstein hier ist, baut er sich selber durch die erstarrende Lava weiter auf. Er ist inzwischen schon lange der höchste und vor allem der gefährlichste Vulkan. Wenn der Krater explodieren sollte, was bei der stärksten Art eines Ausbruchs passiert, würde der gesamte Kontinent niederbrennen. Der Wald würde zu einer flammenden, überhitzten Einöde werden, in der nur Feuer-Pokémon sich wohlfühlen würden, in der Erdspalten sich öffnen und es Lava gibt, wie in anderen Kontinenten Wasser. Ein Ausbruch wäre verheerend für die Bewohner des Waldes. Wir alle verstummten. Seemops hatte offensichtlich denselben Gedanken wie ich, nur dass er ihn auch aussprach. Aber wenn der Vulkanstein die Aktivität der Vulkane kontrolliert, ist dann nicht möglich, dass die Kontrolle verloren geht, wenn wir ihn nehmen, dass der Krater dann explodiert? Shinnoks Gesichtsausdruck nach hatte er ebenfalls dasselbe gedacht, doch Groudon beruhigte uns. Nein, wie schon vorhin gesagt, ohne den Vulkanstein werden alle Aktivitäten stoppen. Der Vulkan würde in der Zeit der Abwesenheit des Steines aufhören zu wachsen, aber nicht explodieren. Nun, wo wir angekommen und uns alle einig waren, brachen wir ins Zentrum des Vulkans auf, inmitten durch einen kleinen Tunnel mitten in Groudons Höhle.